Hallo Freunde, willkommen zurück zu Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ich habe mich eben eingeloggt und gesehen, der Stickerladen möchte geöffnet werden. Ich bin mal gespannt. Also gekauft habe ich mir nichts. Da haben wir neue Päckchen. Deppertes Pack und Zombos Down Päckchen. Interessant, die gab es scheinbar geschenkt, denn die habe ich nicht gekauft. Schauen wir doch mal rein, dann sind wir schlauer. Da haben wir einen Teil von einem Wissenschaftler. Interessant, interessant. Das ist schon das zweite Teil. Okay. Ausgemachter Nachladekebab. Was zur Hölle? Für den Ingenieur verkürzt die Nachladezeit ganz enorm. Auch nicht schlecht. Warum zum Geier Nachladekebab? Naja, wird der Ingenieur schon wissen. Dann haben wir hier gemusterter Topfhut. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich gehören Pflanzentöpfe unter die Pflanzen und nicht obendrauf. Na gut. Und Mistelzweige. Ja, nee, wir wollen ja nicht geküsst werden. Andererseits, der Schnapper küsst vielleicht dann andere. Im Sombus. Ich glaub's ja nicht. Ey, super. Hui. Gut, hier fehlen jetzt nur noch zwei Stickerle. Dann haben wir den nächsten Schnapper fertig. Was heißt den nächsten? Das ist eigentlich der. Ja, der erste für mich, abgesehen vom Käseschnapper, der mal kostenlos war. Was haben wir hier? Für eine Kaktee ein Teil. Super. Ihr seht also überall mal hier und da ein kleines Teil. Aber mit den Charakterpäckchen werden wir das schon irgendwann aufholen. Dann haben wir hier kalibrierte Schlangenjuwelen. Für Sonnenpharao. Die Sonnenblume haben wir ja. Ein neues Schnittchen für Schlangen. Ah, mehr Schaden für unseren Standardschuss. Auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, den Sonnenpharao, den fand ich jetzt nicht so wahnsinnig toll. Ich habe dann doch lieber Dauerfeuer als diese Dreiersalven. Was haben wir hier? Ein toter Fisch. Was hat ein toter Fisch an einer Pflanze zu tun? Nichts. Bambuswurm, 7 Stück. Das ist super. Die können wir immer gebrauchen. Sonnenprisma. Ja, endlich. Auf dieses Ding warte ich, seit ich mir das Spiel geholt habe. Warum Sonnenpharao? Ich will das für alle. Mau. Gut, kantiger Bart für einen Prof. Drei weitere Sternüberspringer, sehr gut. Ich glaube, die setze ich zu selten ein. Aber das lässt sich ja ändern. Gut, wie auch immer, wir starten jetzt mal durch im Multiplayer. Und zwar den gemischten Modus. Vielleicht haben wir Glück und kommen nicht wieder zu den Gärten und Friedhöfen. So, da sind wir. Der Spielmodus ist Subordination. Import tu nicht gut. Dabei geht es darum, 3 Punkte zu halten und nach dann ja, Punkte dafür zu bekommen. Wer als erster 100 Punkte hat, gewinnt. Wir, würde ich sagen, machen uns auf den Weg als General Supremo. Oder auch nicht. Das lohnt sich nicht. Das wäre für euch langweilig gewesen. Das wäre für mich langweilig gewesen. Da hat keiner was davon. Wir probieren das einfach nochmal. Da sind wir. Zweiter Versuch. Subordination. Port tu nicht gut. Ich habe ganz, ganz üble Vorahnung, was gleich passiert. So, hier sind wir jetzt im Pflanzenteam. Das heißt, wir probieren es mal mit der Sonnenblume und schauen mal rein. Ich glaube nicht. Das ist ja öde. Okay, Sonntagnachmittag. Wir haben es gerade 12:45. Da ist wohl nicht sonderlich viel los. Aber kein Problem. Wir werden uns schon irgendwie beschäftigen. Ja, Nordstern, selber schuld. Was nimmst du auch zu so einer blöden Zeit auf? Da sind die meisten Leute beim Mittagessen. Ja, aber ich muss. Heute nehme ich auf bis, ich glaube, Mitternacht von jetzt ab. Das wird ein ziemlich vollgepacktes Programm, denn nächste Woche sind die bei uns in der Wohnung zum Renovieren und machen neue Fenster rein überall. Und dann wird nicht viel sein mit aufnehmen. Also entweder ich mache das jetzt heute so, oder aber es gibt keine Videos nächste Woche. Gut, das heißt, wir schauen mal im Gartenkommando vorbei. So sind wir wenigstens ein bisschen beschäftigt. Können vielleicht ein, zwei Spiele hier machen, unser Münzkonto ein bisschen aufrüsten und mit ein bisschen Glück ist dann wieder ein bisschen mehr los im Multiplayer. Fangen wir einfach mal an. So, Delay, Gartenkommando. Wir sind in Jewel Junction bei Nacht. Das ist schön. Wir werden mal sehen.
Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mit dem Sonnenpharao zu spielen. Denn da möchte ich mal was ausprobieren. Halt, als erstes schauen wir mal nach der Standard-Sonnenblume. Wir haben nach wie vor nur das extra Sonnenlicht, keine weiteren Anpassungen. Ich möchte den Regenbogenstrahl, verdamm ich. Auf den warte ich, seit ich das Spiel habe. So, hier haben wir ein Sonnenprisma. Nett. Wir haben diese Juwelen. Auch nett. Ich würde sagen, optisch lassen wir das Ding erstmal so, wie es ist. Aber bei den Fähigkeiten tausche ich mal die Heilblume gegen die Nachtblume. Die heilt zwar nicht, aber sie macht Schaden. Und der Sonneneruptionsstrahl gefällt mir auch wahnsinnig gut. Das heißt, wir probieren das nochmal jetzt mit der Pharaoblume. Das ist mein erster Versuch im Gartenkommando mit dieser. Beende 7 Abschussserien. Das können wir voll vergessen. Die Zombies hier im Gartenkommando machen keine Abschussserien. Und 7 Serien beenden von anderen Spielern ist ein bisschen übel. Duplinator-Töpfe sind kein Problem. Einmal Zombies mit der Primärwaffe ist auch kein Problem. Kritische Spielertreffer mit der Primärwaffe in einer Sitzung. 15. Tschüss. So, und wenn alles klappt, dann kriegen wir noch Level Up in dieser Spielsitzung. Ich muss nur dran denken, Duplinator zu setzen. Dann kriegen wir das hin. So, drückt mir ein bisschen die Daumen, dass wir zum einen Bonusgarten haben, zum anderen vielleicht einen Jackpot knacken. Einmal, zweimal. Zweimal wäre schön. Zwei Diamant-Jackpötte. Aber nee, das ist ja gierig. Wir haben keine Bonusgärten. So, im Normalfall nehme ich immer den da hinten. Aber wisst ihr was? Immer das Gleiche ist auch doof. Ich probiere es mal mit dem hier. Den habt ihr schon gesehen, als wir mit Kalgrin unterwegs waren, als wir mit den anderen Spielern. Wir bauen uns doch mal da oben auf. Das ist die Position, die ich am wenigsten mag. Und das jetzt mit dem Champion oder ja, mit dem Charakter, den ich jetzt zum ersten Mal hier ausprobiere. Das wird bestimmt voll lustig. Gut. Hier hinten platzieren wir eine Heilblume, damit wir uns heilen können. Dann sollten wir einige Duplinatoren platzieren. Das wären 2, 3, 4. Gleich geschafft, dann ist die Quest schon mal abgeschlossen. Dann konzentrieren wir uns auf die Eimer-Zombies. Und erledigt. Da kommen sie. Die Frage ist nur oben oder unten. Oben. Sehr, sehr gut. Soll es das etwa schon gewesen sein? Da schleichen sie sich an, die fiesen Gitze. Also hier im Gartenkommando funktioniert es mit den Salven ganz gut. Jede Salve ist ein Zombie, das ist nicht schlecht. Wollen wir mal hoffen, dass wir das beibehalten können. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Luft, wir platzieren mal noch ein paar Pflanzen. Gut. Von denen erwarte ich jetzt eigentlich, dass die im Keller auftauchen. So viel dazu. Au. Zum Glück haben wir hier die Heilblume. Wo kommen sie denn jetzt noch? Da unten. Welle abgeschlossen. Sehr gut. Ach, ich wünsche mir wirklich einen Bonusgarten. Da wäre hier alles voll mit Münzen. Das wäre auch nicht schlecht. Aber man kann nicht alles haben. Jetzt müssen wir die Runde halt so beenden, auch ohne Bonusgarten. Schnell abschließen. Jetzt ist es auch noch ein Gehetze hier. So geht's ja nun nicht.
Da oben hätten wir noch welche, die sind schon Geschichte. Au. Ja, unsere Nachtblume macht einen ganz guten Job, würde ich sagen. Und geschafft, Bonusziel abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Wir gehen uns mal wieder ein bisschen heilen. Wofür haben wir denn diese Heilblume hier platziert? Leider hat der Garten inzwischen ein wenig Schaden genommen, aber das bisschen können wir, denke ich, verkraften. So, Welle 4. Nochmal kurz entspannen vor der ersten Bosswelle. Euch mag ich gar nicht. Ihr explodiert mir immer in meinem Gesicht. Okay. Viel ist ja nicht mehr. Du bist eigentlich gefährlicher. Vielleicht sollten wir dich mal zuerst machen. Na also, wieder hat der Garten ein wenig Schaden genommen, aber das ist alles noch verkraftbar, würde ich sagen. Jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, Bosswelle drückt mir die Daumen, ich will den Jackpot. Oder zumindest zwei Diamanten. Und ein Gargantor, aber keinen Graf von Nackensäck, den mag ich gar nicht. Das wäre ganz, ganz schlecht. Das ist ein sehr guter Anfang. Das macht ihr super. Nochmal kurz Daumen drücken, gleich geschafft. Go! Yes, ihr seid super, danke euch. Yay, Jackpot. Na gut. Na gut. Hm. Das könnte schlimmer sein. Das ist okay. Nach dem Jackpot ist das in Ordnung. Yay, Jackpot. Du bist doch hier, du Disco-Zombie. Dich habe ich doch schon gesehen. Sagt mir nicht, ihr taucht hier schon wieder auf. Grabstein, den sollten wir vielleicht gleich erledigen. So, zack, zack. Au. Ja, unsere Nachtblume schießt natürlich weiter, auch wenn er sich auf uns konzentriert. So hilft uns die Nachtblume da ganz enorm. Das war die Bosswelle. Na also, das lief doch gar nicht so schlecht. Und gelernt, der Todesstrahllaser der Sonnenblume funktioniert ganz hervorragend gegen Grabsteine. So muss das sein. Wir könnten eigentlich ein bisschen Heilung gebrauchen. Schon passiert. Das ist das Schöne an der Sonnenblume. Sie hat zwar nur 100 Life, also sie geht schnell kaputt, aber sie ist dafür auch sehr schnell wieder hochgeheilt. Und so hat jeder Nachteil auch wieder einen Vorteil auf der anderen Seite. Jo, Eiserzen, Eiserbsen haben wir jede Menge. Da! Finde ich ja ganz freundlich von dir, dass du noch winkst, aber du solltest mich nicht so erschrecken. Gut, dann platzieren wir hier noch ein paar Eiserbsen mehr. Wir haben schließlich jede Menge davon. Nachladen. Hier drüben war mal eine Eiserbse. Ich sehe schon, wir verlieren alle unsere Blümchen. Macht nichts, wir haben ja noch ein paar. Dann platzieren wir noch ein paar Eiserbsen.
Die sind ein bisschen stärker als die Duplinatoren, weil sie den Gegner auch noch verlangsamen. Und langsame Zombies schlagen auch langsamer zu. Und wir haben noch jede Menge davon. Die Duplinatoren haben wir eigentlich nur gesetzt, damit wir die Quest erfüllen können, und das haben wir getan. So, Professor, dich machen wir lang. Na komm, fall um. Das klingt nicht gut. Oh oh, Heilung, schnell, Heilung, schnell. Du kannst vielleicht die Nachtblume noch ein bisschen helfen hier bei der Basisverteidigung. Ja, also. Ich glaube ja, die Nachtblume ignoriert Rüstung, also solche Sargzombies und so weiter. Ich habe jetzt keine Schilde um die Zahl herum gesehen, sondern einfach nur die Zahl. Das heißt, das war wohl direkter Schaden. Das ist eine super Sache. Wenn ihr das Schilder gesehen habt, dann erzähle ich natürlich Blödsinn. Aber ich habe sie nicht gesehen. Astreiner Zustand, kein Schaden am Garten. Oh oh, das wird schwer. Das wird verflixt schwer. Und versaut. Ach Mann, die kommen ja aus allen Richtungen, das ist ja doof. Seht ihr, wenn ich die treffe, ist das auf so einem Schild. Und ich glaube, wenn die Nachtblume die trifft, dann ist das nicht auf einem Schild. Das heißt, das betrifft die direkt. Schwierig. Also ich glaube, mit dem Dauerfeuer der Standardsonnenblume wären wir hier besser durchgekommen. Aber diese Dreiersalven, ich weiß nicht, bin ich kein so großer Freund von. Gut, die Welle werde ich jetzt mal keine neuen Topfpflanzen setzen. Das Z-Team, was zum Geier? Nicht verwechseln mit dem A-Team. A-Team ist erstes Team und Z-Team, die sind die letzten, könnte man sagen. Und da war es ruhig. Das riecht doch nach Falle. Tauchen gleich alle gleichzeitig auf, ich sehe es schon kommen. Na, fall um. Ah, sehr gut, sehr gut. Nachtblume, mach dein Ding. Heilung? Moment mal. Was knapperst du in meinem Garten? Wieder so eine blöde Heilstation. Ich mag die nicht. Fall um. So, da die Kanone vom Allster immer ein bisschen braucht, bis sie anläuft, hat man da ein kleines bisschen Zeit, um die Ecke zu gucken und dem mal ein bisschen was einzuschenken. Da ist die Salve natürlich besser als der Dauerfeuerstrahl von der Sonnenblume. Weil man hier in kürzerer Zeit mehr Schaden rauskriegt. Wenn man trifft.
So, letzte Welle. Daumen drücken. Ein Diamant? Nur wenigstens einen. Komm schon. Miau. Ach nö. Jetzt auch noch der. Das ist ja so fies. Na gut, da haben wir ganz gut Schaden mitgenommen, würde ich sagen. Das, würde ich sagen, war eine Rekordzeit-Gargantua. Treff doch! Ah, Panik! Heilblume, 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 danke. Eimer-Zombie? Stimmt, wir brauchen noch die Eimer-Zombies, sonst wird das nichts mit... So, ich kümmere mich mal gerade um den Grabstein. Au. Ja, bye bye, du mich auch. Gut, den hätten wir gerade noch gekriegt. So, das ist der Graf von Nervensäg. Da wäre ein Schleimpilz wirklich gut. Wo bist du? Aua. Aber wir haben hier unsere Heilstation. Geschafft. Geschafft, geschafft. Das heißt, als nächstes müssen wir zur Abholstation. Ja, du warst an der Tanke. Super. Du hast leckere Snacks. Ich kann mir vorstellen, dass du die nächste Minute treibst. Naschkatze. Na gut. Au. Ja, komm, auf viel Gesundheit können wir erstmal verzichten, würde ich sagen. Hier drüben werden gleich ein paar Zombies auftauchen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir noch ein paar Zombies mitnehmen. Die Eimer-Zombies habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen hier. Das ist ein bisschen doof. Die hätte ich ganz gern gehabt, damit wir den Sticker für die Sonnenblumen bekommen. Gut, 42, 40. Wir sollten uns langsam an den Schlagreichweite begeben. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Verflixt. Dave, nimm mich mit. Nimm mich mit. Verdammt. Nee, da habe ich jetzt zum Schluss die Übersicht verloren und bin in die falsche Richtung gelaufen. Statt nach rechts hätte ich nach hinten abhauen müssen. Dann wäre ich direkt noch in die Landezone gekommen. Dann hätte alles geklappt. Das wäre fast perfekt gewesen. Da war ich zum Schluss ein bisschen zu gierig, muss ich sagen. Schade. Na gut, wir haben eine Menge Münzen bekommen. Dank euch Daumen drücken und so. Jackpot, ihr wisst schon. Dann schauen wir gleich nochmal. Einen Versuch gebe ich mir noch, den Eimer-Zombie zu erwischen. Oder die Eimer-Zombies zu erwischen. Und dann sollten wir demnächst das große Päckchen kaufen können. Aber das soll es für heute mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem ein bisschen Spaß. Ihr habt ja gesehen, im Multiplayer war jetzt nicht viel los. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video.
Bis dahin macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.